Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Die LearnTech ist vorbei, inzwischen schon seit einer Woche, und ich hatte ja versprochen, dass ich nochmal so ein kleines Resümee ziehe, wie es mir dabei ging, was ich so insgesamt mitnehme. Und insgesamt finde ich, dass die LearnTech ist natürlich eine Riesenmesse, und gefühlt war an jedem zweiten Stand so eine VR-Brille vorhanden, die man sich anschauen kann. Und jedes Unternehmen, das da ausgestellt hat, will irgendwie seine Lösung verkaufen und sagt dann, hey, wenn du meine VR-Brille nimmst und meine App dazu verwendest, dann wird dein E-Learning super. Das ist aber wahrscheinlich nicht alles, weil nur weil ich eine bestimmte Technologie verwende, um Inhalte zu vermitteln, heißt das noch lange nicht, dass die Inhalte tatsächlich besser gelernt werden. Und irgendwie konnte niemand auf der Messe, also niemand von den Ausstellern, wirklich sagen, worin jetzt der konkrete Mehrwert dieser Technologie gegenüber den bisher angewendeten Technologien liegt. Das heißt, da ist noch irgendwie vieles im Argen und es gibt irgendwie noch nicht so ganz viel. Also es ist sehr, sehr kommerzlastig, diese Messe. Und das Ganze hat auch so ein bisschen abgefärbt auf den begleitenden Kongress. Also auch der war ja teilweise schon wissenschaftlich, aber auf einem sehr oberflächlichen Level, will ich sagen. Ja, also es ist natürlich schön, wenn man Science-Slammer einlädt, die dann da präsentieren. Das geht aber wenig in die Tiefe. Das ist natürlich für das Zielpublikum wahrscheinlich genau das Richtige. Ob ich nochmal den Kongress der LearnTech tatsächlich besuche, weiß ich noch nicht. Da muss ich mir vorher das Programm gut anschauen. Und ich glaube, am meisten nimmt man tatsächlich mit aus so Sessions, wo viel aktiv gemacht wird. Also ich war ja in der OER-Session, ich war in einer AR-VR-Session ganz kurz drin. Und dort haben die tatsächlich fruchtbaren Gespräche stattgefunden. Außerdem habe ich auf der LearnTech jemanden kennengelernt, nämlich den Markus Daimann habe ich persönlich kennengelernt. Dem folge ich schon seit einiger Zeit auf Twitter und jetzt konnte ich ihm tatsächlich mal die Hand schütteln. Und an dieser Stelle will ich auch auf seinen Podcast hinweisen und den auch wärmstens empfehlen. Und zwar jedem, der sich mit digitaler Bildung oder Digitaltechnologien im Kontext mit Bildung auseinandersetzt. Der Podcast heißt Feierabendbier Open Education. Und insgesamt ist das Portal, über den ich diesen Podcast gefunden habe, edufunk.fm, sehr empfehlenswert. Auch für Leute, die sich jetzt eher zum Beispiel im Schulkontext um digitale Bildung kümmern. Also ich werde das im Auge behalten. Vielleicht gibt es ja bald noch mehr Podcasts. Ich habe dann irgendwann das Problem, dass ich mir das ganze Zeug auch irgendwann anhören muss. Und so viel Zeit hat man leider nicht immer. Aber schauen wir mal. Das nächste Thema, was mich dann befasst, ist dann die, ich habe es auch schon angekündigt, DGHD-Tagung, die Tagung der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik. Und dort werde ich für das Promovierendenforum meine Präsentation vorbereiten müssen und auch für die eigentliche Tagung einen kleinen Workshop vorbereiten. Das wird so die nächsten Wochen oder die nächsten zwei Wochen stattfinden, weil dann ist ja schon die Tagung. Außerdem wächst natürlich, um mal wieder auf meine eigentliche Arbeit hier als Doktorand und meine Dissertation zurückzukommen, dieses Exposé, von dem ich Ende Dezember gesprochen habe, das wächst zwar langsamer, als ich dachte, aber es wird immer umfangreicher und ich finde auch immer wieder ein paar neue Quellen, die man anführen kann und die ich für wertvoll erachte, da mit einzubauen und einzuflechten. Und ich erhoffe mir natürlich gerade von dem Vortrag bei der DGHD, beim Promovierendenforum, da nochmal viel Feedback zu bekommen, worauf ich noch achten soll oder in welche Richtung das Ganze geht. Wenn das natürlich in die richtige Richtung geht, umso besser. Und ansonsten habe ich relativ viel zu tun. Am ZML gibt es viele Projekte, die gerade laufen. Ich bin hier am IBAB eingebunden in die Lehre. Ich mache meinen SQ-Kurs, den ich letztes Semester oder jetzt dieses Semester noch, läuft es ja, das erste Mal präsent gehalten habe. Den model ich um als Blended Learning. Auch da waren dann auf der LearnTech ein paar ganz interessante Sachen dabei. Und das sind alles so Dinge, die mich ein bisschen davon abhalten, an der eigentlichen Arbeit des Exposés oder dieser Doktorarbeit weiterzuschaffen. Wie schon mal gesagt, finde ich persönlich das aber nicht so dramatisch, weil letzten Endes ist das alles ja Arbeit so im Hochschulkontext und ich suche und glaube auch, dass ich allmählich meinen Platz in dieser Hochschullandschaft finde. Und das ist ja durchaus positiv zu betrachten. Und in diesem Sinne melde ich mich spätestens von der DGHD-Tagung nochmal, dann wieder quasi wie gewohnt jeden Tag einmal mit Live-Eindrücken. Bis dann, ciao.